Ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Leistungsstand, so zufrieden wie man sein kann mit so vielen Neuzugängen. Und von daher glaube ich, dass wir sehr gut gewappnet sind für die Runde. Und deshalb bin ich mit dem aktuellen Leistungsstand sehr zufrieden. Mit Händen und Füßen. Ja, ich glaube, dass Koreanisch für mich ein bisschen schwer ist momentan und dass für Lee das Deutsche oder das Englische schwer ist. Aber er probiert es. Aber ich glaube, wenn man so ein Kreativspieler wie Lee ist, ja, dass man viele Dinge dann auf dem Platz auch intuitiv macht und dass man sich da trotzdem auch mit Händen und Füßen verständigen kann und an der Tafel sowieso. Aber er versucht schon, deutsche Begriffe aufzunehmen und kann auch schon einige Wörter. Bedingt, ja, das Wichtigste für mich ist, dass wir unser eigenes System oder unser eigenes Spiel durchziehen. Meine Philosophie, unsere Philosophie, dass ich versuche, meinen Jungs zu implementieren, dass wir da vorankommen, dass wir besser Fußball spielen, dass wir dadurch einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, positivere Ergebnisse zu erzielen. Von daher nur bedingt, weil ein Stück weit schaut man natürlich schon auf den Gegner, was die so machen, gerade was bei Standards oder beim Spiel gegen den Ball einfach anfällt. Und von daher nur bedingt hauptsächlich auf unser eigenes Spiel. Ich glaube, dass man sich kein schöneres Los zu Beginn vorstellen kann. Wir sind die Mannschaft, die den HSV zuerst bespielt in der zweiten Liga. Von daher ist es ein absolutes Traumlos, ja, weil ich auch denke, dass die anderen Mannschaften auch sehr gut sind. Und von daher gegen so einen Gegner zu spielen, der vor ausverkauftem Haus mit 58.000 Zuschauern im Rücken mit Sicherheit nach vorne spielen will, gibt es für uns keine schönere Aufgabe. Und darum freuen wir uns sehr auf dieses Spiel.